Ja, Leute, es ist inzwischen ein weiterer Versuch. Ich hoffe, das zählt noch. Sonst kann ich den Part nämlich gleich neu beginnen. Ja, Leute, ich war schon mal auf 72 Münzen oben. Zur Info, was passiert ist. Die Switch hat es mal wieder geschafft. Sie hat sämtliche Wege dazu erforscht. Mich betrug links mit einer Invisible Wall runterzuschmeißen. Zum Glück hat es noch gezählt, dass die Uhr stehen bleibt. Ich bin inzwischen ein bisschen salty, was das angeht, weil es einfach nicht fair gemacht wird, dass du in irgendeiner Weise eine Chance hast, diese Münzen zu sammeln. Und vor allem, es ist halt einfach lächerlich, wie die Edges programmiert sind. Also, ich weiß nicht, wie die das geschafft haben. Okay, die eine Münze, die wird es hoffentlich nicht ausmachen. Auch so wie ich diese Konsole kenne, wird es das wahrscheinlich doch tun. Also, stellt euch schon mal darauf ein, dass es hier nicht der finale Versuch sein könnte. Ich habe jetzt extra noch einen neuen Part begonnen. Weil ich mir dachte, das kann ja, kannst du ja keinem antun. Weil... ich weiß nicht, wieso es so ist und ich kann auch nicht irgendwie das Ganze zurückverfolgen. Aber Leute, man darf bei gewissen Stellen im Spiel nicht eine Abkürzung springen. Und da gibt es absolut keinen Ansatz dafür, warum das so sein sollte. Also, es ist alleine ja schon eine Meisteraufgabe, hier in irgendeiner Weise voranzukommen. Inklusive dessen, dass man einen echt harten Input-Lag hat. Also liegt circa nochmal eine halbe Sekunde zwischen dem, was du eingibst in den Controller und wann er es überhaupt, oder wann Mario da überhaupt drauf reagiert. Das ist natürlich nochmal verstärkt, dieser Effekt, durch meine Capture Card, aber sicher nicht in dieser Stärke. Es regt halt einfach nur auf und in gewisser Hinsicht, muss ich ehrlich dazu sagen. Ist auch die Steuerung wirklich durch den digitalen Controller sehr stark geschwächt. Es gibt auch oben die Möglichkeit, wenn man da ein bisschen schneller agieren kann. Zumindest kann man sich hier unendlich Leben holen. Okay, ich warte einfach, bis der Typ hier fertig ist. Zieh dich. So, und Leute, hier kommt mein kleiner gemeiner Trick zum Tragen. Man kann die Kamera nämlich einstellen, das hatte ich vergessen. Und dadurch kann man sich auch hier, ich sag mal, recht legit die ganzen Münzen holen. Es fehlen noch genau 20. Das letzte Mal hat mich nämlich blöderweise die... Und vor allem, was er noch nie gemacht hat und was komplett neu ist, ist, dass er so hässlich nach unten zieht. Oder an den Kanten vorbeiglitscht. Ja, das ist auch so ein Talent. Das hat einfach nur Super Mario. Kamera auf zu spinnen! Die hört nicht auf? Alter!
Also die haben die Kamera wurscht, was mir da einer erzählen will. So buggy war es noch nie. Vor allem der Drehwinkel, was soll denn der Scheiß? Lass doch die Kamera auf der fucking 1er Position. So. Zur Information, was das letzte Mal passiert ist. Ich wurde hier mit einem Sprung hinuntergepfeffert, weil offensichtlich dort eine Invisible Wall ist. Das wissen wir ja an und für sich schon, dass es hier eine gibt. Das ist jetzt nichts Neues. Und dass die Kamera... Es wäre halt so viel bequemer. Wenn du eine Kamera hättest... Perfekt, Alter. Bro, please. Alter, ach du Scheiße. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ich frag mich, was die Programmierer sich dabei gedacht haben, als sie diese Scheiße programmiert haben. Alter, das kann doch niemand freiwillig programmiert haben. Niemand auf dem Planeten kann mir erzählen, dass das hier einer freiwillig auch noch gemacht hat. Niemand. Mir scheißegal, wie viele Münzen da drinnen sind. Dieser dreckige Hund. Nein! Nicht im One-Up! Bitte! Gib mir irgendwo! Komm schon, Alter, Bro, bitte. Das ist so ein Horror, dieses Level mit dieser Kacksteuerung. Vor allem dieser kleine Herzinfarkt, wenn der fette Hund nicht springt. Das hier ist überhaupt eine der schwierigsten Stellen. Ich werde das wieder machen wie vorhin. Da fühle ich mich einfach sicherer dabei. Jawohl.
Okay, Du Gott, das ist Mario! Alter! Wer diese Steuerung programmiert hat, der kann einfach überhaupt nichts! Der hat das doch sicher nicht mal getestet! Das funktioniert nicht auf diesen Konsolen! Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Immerhin, es ist ja so, dass man sich dort oben retten kann. Es ist jetzt nicht so extrem. Aber Mann, wer die Arbeit geleistet hat. Ich meine, damals fürs Design. Ich gehe lieber weiter nach oben. Ja! Kann das sein, dass diese Ansicht aus Marios Sicht wahrscheinlich hier besser ist? Oh, einer meiner Freunde ist online. Okay, ja. Mich würde ja, okay. Ich meine, ich kann jetzt ruhig unvorsichtig werden, keine Frage, aber... Ich möchte mal wissen... Wie viele Münzen es gesamt gibt, denn, Wenn du dir mal überlegst, wie einfach das eigentlich ist, wenn du das von oben machst. Oder machen könntest. Okay, in dem Container sind noch 2 Münzen. Da unten ist noch dieses Pendel. So, mir scheißegal, wir gehen zum Stern. Here we go. Die 100 Münzen sind echt eine Qual. Ob ihr es glaubt oder nicht, das war mein dritter Versuch. Und das regt so hart auf. Ich denke mal, dieser Stern ist ein würdiges Finale. Aber es bleibt noch genau einer. Keine Message? Nicht? Ja. Wisst ihr, der macht so eine Art Fischbewegung. Ich bin das halt nicht gewohnt, weil normalerweise bin ich... gewohnt, dass er nicht nach unten kurz wegdrückt, sondern nach oben. Oh.
Okay, das geht nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, die rote Münze ist, sagen wir mal, noch geschenkt. So, Vorsicht. Ah, nein, das ist hier noch nicht. Okay, Achtung, hier ist so eine... Wait! Guys, 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 guys! Ich glaube, ich habe hier gerade richtig fies einen Fehler gefunden. Außer der ganze Spaß, da kommt noch... Ja, da kommt später. Okay, okay, okay. Ist eh alles beim Alten. Ich dachte mir schon, dass die Pflanze nämlich fehlt. Oh, und jetzt habe ich euch unbeabsichtigt schon was gezeigt. Naja, ist eh auch egal. Tatsächlich, soweit ich weiß, wurde es genau so programmiert, dass du in den Bowser-Leveln... Soweit ich mich erinnern kann. Nie 100 Münzen bekommen kannst. Aber ich kann mich irren auch. Ja. Okay, gut. Ganz wichtig hier das Leben mitnehmen. Es gibt auch oben bei Bowser dann später noch die Möglichkeit, auf jeden Fall ein Leben mitzunehmen. Ich weiß gerade gar nicht, ob es hier eine Münze... Komm schon. Komm! Ja. Jawohl. Ich weiß gerade gar nicht, wie man das regulär geschafft hat. Ich habe es immer anders gelöst. Und soweit ich weiß, ist das auch wesentlich einfacher. Ich warte nur mal kurz ab, bis der nochmal schießt. Okay, ja, das geht. Das geht, Leute. Das geht tatsächlich. Ich habe es noch nie so gemacht. Und er hat gesagt, okay, Mann, dieser Input-Delay, der macht mich fertig. Okay, ja, man kommt da so rauf. Allerdings muss man dann auf den Chakia Acht geben. Oder Chakia, ich weiß bis heute nicht, wie man das ausspricht. Ja. Das ist die Tanzvariante und ich glaube, die hat bisher noch jeder Let's Player verwendet. Ja, man kann wirklich so bescheißen, das ist wahr. Ja, was bleibt sonst noch zu sagen? Ich weiß gerade gar nicht, ob das verlängert worden ist. Ich glaube aber nicht. Vorsicht! Irgendwo kommt hier, ja genau. So ein Typ. Und dann kommt noch so eine zeitabhängige Sache. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Die kommt eh auch gleich. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Jit. Und... So. Oh! Ja, klar. Ich kann sie nicht verletzen, aber sie kann mich verletzen. Schon klar, Jungs. Schon klar. Und im Übrigen, falls ich fragt, nein, es kann hier nichts passieren. Das Einzige, worauf ihr wirklich Acht geben müsst, ist, dass ihr hier nicht runterrutscht. Aber ansonsten... Leute, alles kein Problem. Das Level ist um einiges fairer als Tic-Tac-Trauma. Alles kein wirklicher Stress.
Und los geht's weiter. So, die töte ich jetzt mal. Okay. Ich hoffe, da komme ich noch hin. Egal. Man kann ja in den Bowser-Leveln meistens auch zum Anfang zurück. Das geht sich ja großteils aus. Ja, sowas ist ganz schön anstrengend. So, wir haben 6 noch, 2 zum... Also, 2 to go. Ich werde hier mit Absicht jetzt mal nicht stylen. Mal lieber ein bisschen geduldiger werden. Das Gemeine daran ist ja, dass auch die Bowser-Fights hier jetzt schwieriger sind. Aufgrund dieser laggy Steuerung. Die Switch hat mich rausgeworfen! Oh, du blöde Mistkonsole! Mit deiner Lag-Steuerung! So, jetzt reicht's mir aber. Ob ich da irgendwie runterfalle, ist mir jetzt wurscht. Jetzt bin ich dran, mit stylisch Leute verarschen, ja? Runter da. So. Leute, aufgrund meiner Bocklosigkeit gegenüber dieser, naja, letztklassig programmierten Portkonsole, habe ich jetzt die Schnauze voll. Ich werde das hier im Speedrun-Modus machen. Mir ganz egal, was passiert. So. So dann. Nummer 3. Spring doch vielleicht so, dass du dich unten festhältst! Du willst die Prinzessin retten, dann beweg dich auch! Gut. Wir haben's ja zumindest schon mal wieder zur Hälfte. Wirklich schwierig sind ja diese Bowser-Level nicht. Lauf, 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 lauf mit deinen fetten Beinen. Hopp. Mhm. Gut. Okay, also ich glaube, man kann hier theoretisch auch schon bescheißen. Das wäre dann wahrscheinlich logisch. Gut, wir sind wieder da, wo wir vorher aufgehört haben, oder zumindest in der Nähe davon. Nachdem uns die Switch da so... grandios mehr Zeit für diesen Part rausgeholt hat. Ich meine, dass sogar das das Schwierigere dran ist. Ja.
Habe ich was verpennt? Nö. Habe ich nicht. Die letzte ist genau hier. So. Ich weiß gerade gar nicht, wie das abläuft. Bin mir aber ziemlich sicher, dass man vor dem Tor des Endbosses wieder rausgelassen wird. Sollte man sterben. Ich kann das gerade gar nicht sagen, weil ich da schon ewig Zeiten nicht mehr gespielt habe und zweitens habe ich keine Ahnung, ob das auf der Konsole auch gut ist. Hm. Mal schauen. Vielleicht haben wir da ja gar keinen Bedarf. Junge, ZL ist Stampfattacke. Heißt, du lässt los. Ich sag's nur gleich dazu. Mario, schön dich zu sehen. Ich dachte gerade an eine Grillparty. Schön bist du da. Jetzt brauche ich mir wenigstens keine Gedanken zu machen, was ich grille. Nämlich dich! Dann gehört die Prinzessin endgültig mir und ich bin auf ewig der Herrscher dieses Hilfes. Verpiss dich, Junge! Komm her! Okay, Bye-bye. Ach, diese komischen. Yes! Ja, diesmal hält er natürlich mehr aus, eh klar. Oh, ho, ho! Instant! Oh, ja, kacke. Jetzt haut er hier das ganze Battlefield kurz und klein. Und jetzt dreht er sich nämlich auch so richtig hässlich wieder um. Also, ja, und worauf ihr auch aufpassen müsst, ist... Okay, ja. Ihr müsst... Ah! Blöde Steuerung! Nein! Ihr müsst auf jeden Fall darauf aufpassen, in welche Richtung ihr ihn werft. Komm schon, bitte sag mir, dass vor mir eine Bombe... Nein! Hier ist keine. Oh, und die Kamera hat mir wieder überhaupt nicht mitgespielt. Es ist eh recht egal, in welche... Es gibt keine einfachen, keine schwierigeren Bomben. Yes! First try! Schnell, bevor er wieder aufsteht. Ich glaub's nicht! Du hast mich besiegt. Wie konnte das nur geschehen? Meine Truppen, die Sterne, alles umsonst. Was? Es gab insgesamt 120 Sterne im Schloss zu finden. Da habe ich wohl einige bei meiner Suche übersehen. Jetzt kehrt der Frieden in die Welt zu Regenede zurück. Was für ein fürchterlicher Gedanke. Du kannst... Das kann ich mir nicht länger ansehen. Ich verschwinde.
So long. Bis zum nächsten Mal. Ich komme wieder. Yes! Ja, an sich sind diese Bowser-Fights überhaupt nicht schwer. Und vor allem mit Tic-Tac-Trauma hast du halt wirklich ein geiles Training. So. Ich cutte kurz die Endsequenz, weil ich die separat haben will. Für euch ist es ein paar Sekunden, für mich ein bisschen länger. Stars is restored to the castle. And it's all thanks to you. Thank you, Mario. We have to do something special for you. Here we go! Listen, everybody. Let's bake a delicious cake for Mario.
so much for playing my game. Freunde, es ist geschafft. Mario 64 ist durchgespielt. Tja, was kann man machen? Normalerweise, normalerweise müsste jetzt irgendwann die Meldung kommen, dass man es geschafft hat und dass man zurück kann. Hallo? Probieren wir es mal anders. Ja, so sieht 3D All-Stars normal aus. Ja. Ich hoffe, dass das jetzt geht, aber normalerweise müsste man in der Sequenz wieder zurückgeschmissen werden. Okay, die 120 Sterne, die sind natürlich gespeichert. Und normalerweise sollte es... Ui, 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 ui. Der Stampfattack statt einem Mächtsprung, okay. Normalerweise sollte das jetzt so sein. Ja, dass hier die Kanone offen ist. Sehr schön. Ist jetzt auch nicht wirklich ein besonderer Mehrwert. Man kann sich halt hier auf das Schloss raufschießen. Hier ist eine Wingcap. Und die Kröte! Hallo, Saftgesicht. Hey, Mario! Seit unserem letzten Abenteuer ist viel Zeit vergangen. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Man erzählt sie... Was? Da hat sich aber der Text geändert. Man erzählte mir, dass ich dich hier treffen könnte. Aber ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Ist es wahr, du hast Bowser besiegt und alle gestohlenen Bauernsteine zurückgeholt? Unglaublich! Und die Prinzessin? Hast du sie gerettet? Cool. Aber ich wusste natürlich, dass du es schaffen würdest. Ja, man merkt schon, okay, das wird wahrscheinlich doch der originale Text sein, aber ich hatte eine andere Passage in Erinnerung. Aber man sieht halt auch an der alten Rechtschreibung, weil dass das mit scharfem S oder wusste mit scharfem S geschrieben wird, das ist die alte deutsche Rechtschreibung. Nun habe ich noch eine ganz spezielle Nachricht für dich. Danke, dass du Super Mario 64 gespielt hast. Du hast jetzt alle Sterne gefunden und damit das Spiel beendet. Aber wir haben noch eine kleine Überraschung für dich. Wir hoffen, sie wird dir gefallen. Wenn du kannst, das Spiel nochmal unter veränderten Bedingungen spielen. Viel Spaß. Es könnte sein, dass du dabei neue Entdeckungen machst, die dir bis jetzt verborgen geblieben sind. Das Super Mario 64 Team. Ja, ich habe nie so ganz kapiert, was diese veränderten Bedingungen sind. Das habe ich nämlich nie so ganz verstanden. Ach ja, diese 100 Leben, ja, die sind auch sehr speziell. Okay, man kann nämlich, wenn man sich gut anstellt, auf das Schloss komplett drauf. Aber wie gesagt, ich bin darin nicht geübt, also ich kann das nicht. Man kann jetzt mit dieser Wingcap hier noch ein bisschen was herumfliegen.
Also wirklich einen... den Zaulappen genau in den Hintern. Aua! Was ich mich schon immer gefragt habe, ist ja... Dort oben, wo der Wasserfall beginnt, ist ja eigentlich die Metal Cap zu finden. Das erreicht man ja über den Schlossgraben. Meine ganz persönliche Frage ist jetzt... ob es möglich ist, dann mit der Wingcap hineinzufliegen. Wie das einfach vollkommen abgeschnitten aussieht. Okay, korrigiere, nein, das geht nicht. Okay. Okay, das ist aber auch nur ein One-Up, oder? Ja, gut. Ich habe nie so ganz kapiert, wenn ich das mal so nochmal sagen darf, was jetzt genau der Mehrwert von diesem... Du kannst das Spiel nun unter veränderten Bedingungen spielen, was damit gemeint ist. Ich habe noch nie einen Unterschied gemerkt. Bis auf den einzigen Fakt, dass du keine Leben verlierst, wenn du stirbst. Vor allem, es ist ja auch nichts. Ich glaube, der meint halt wirklich nur damit, dass du jetzt komplett stylen kannst. Zur Info, ich zeig das mal vor. Habe ich... Oh, ist das peinlich. Das ist doch das falsche Spiel. Okay, das war auch geil. Es ändert sich ja dadurch nichts. Das Spiel wird weder leichter noch schwieriger. Locke. Okay. Tauche zur Schatzhöhle, finde die 8 roten Münzen. Es ist ja alles gleich. Wie gesagt, ihr habt es ja schon im Fazit von mir bekommen. Das Fazit ist im Übrigen drüber synchronisiert, also ist nicht live aufgenommen. Hat aber mehr den Grund, dass ich mir alle Aspekte natürlich aufschreibe und das dann drüber lege, um einfach nichts zu vergessen. In meiner Spielfahne, das wird wahrscheinlich jeder kennen. Es wird auch wahrscheinlich fast jeder gespielt, mindestens einmal gespielt haben. Ja, ich glaube, ich brauche euch dann nichts erzählen. Bleibt nicht viel zu sagen, außer dass wir nicht chronologisch weitergehen werden.
Ich will euch überraschen, nicht verdammt, aber ich glaube, ich habe es irgendwann schon mal gesagt. Also, pfeif drauf, lösen wir es jetzt einfach komplett auf. Als nächstes, und ich habe mir das schon angeschaut, wie das funktioniert, werden wir Super Mario Galaxy Let's Play. Zumindest was von diesem Mario-Titeln ausgeht. Konnte man nicht auch irgendwie... Nö, konnte man nicht. Na gut. Oh, da gibt's sogar eine... Ja. Man sieht hier sogar, ja, man sieht sogar das Moveset, was er drauf hat. Ist jetzt nichts Besonderes. Damit wird es dann das nächste Mal weitergehen. Nur zur Info, falls ihr euch wundert. Ich habe hier schon einen Speicherstand. Das war ein Testspiel. Und ich war auch am Überlegen, ob ich nicht Mario, sondern Luigi Galaxy spielen soll. Bin unschlüssig. Aber ja. Also ich wollte wissen, wie das hier funktioniert. Wenn man das mit dem Pro-Controller spielt, dann kann man nämlich auch so zielen. Ist ganz lustig. Aber Leute, ob ich in Mario Galaxy alle Prozent machen werde, das weiß ich nicht. Also 100% ist dann doch sehr gemein. Mario 64 kann das nämlich wirklich Nerven kosten. Aber... Soweit ich weiß, ist das Nunchuck auch schon ein digitaler Controller gewesen. Beziehungsweise man konnte das ja auch irgendwie anders spielen, da weiß ich aber gerade gar nicht wie. Keine Ahnung, ist ja egal. De facto, hier wird skilltechnisch viel besser laufen. Das Blöde ist halt... Da ja das kein Gyrosensor ist, hat das keine Ortbestimmung, sondern der Controller versucht zu errechnen, wie weit ich hingehe. Das heißt aber auch, ich kann den gravierend verstellen. Was eh auch egal ist. Gut Leute, wir sehen uns das nächste Mal in Super Mario 3D All-Stars, wenn es heißt Super Mario Galaxy.